Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drachensang, das Auge der Göttin. Ja, nochmal runter, bitte. Ich bin blind, aber richtig blind. Entweder das oder ich bin unfähig, aber ich habe mir einfach mal nach der letzten Aufnahmesession kurz die Map von diesem Ding hier angesehen. Und ja. Wir müssen wieder ganz runter. Okay, nicht hier lang, sondern hier lang. Wir müssen ganz runter in die Höhle zurück. So. Und hier müssen wir irgendwie hier hoch kommen. Ah, hier kommen wir hoch. Okay. Denn hier ist der Weg weiter, den wir nie gefunden haben. Okay. Alle an der Truhe. Deswegen machen wir hier erstmal einen Quicksave. Machen die Falle weg. So. Mein Atem geht Und dann ist runter. jetzt wieder Buff-Zeit angesagt. Mandaya Ioi Banda. Alle Buffs sind aktiv. Wir warten, dass die ihre Astralenergie regeneriert hat. Wieso sieht das ihre mittlerweile schneller regeneriert und sie auch ein Stückchen mehr hat? So. Dann knacken wir noch das Schloss. Neben den Torso und... Oh, Skelette diesmal. Für Ardo. Sprich, Sanyasa Phaegra. Ja, Candidus. Ein Schwert, ein Bock. Aber Skelette, die man zu dem umwerfen kann, so wie es aussieht. Okay. Das bin ich. Okay, Gladys halte ich mal selber. Folgt mir, Candidus. Das bin ich. So, noch zwei. Ja.
Gut. Und wir haben... Also ja, Rauschkraut und Boronswein hat sich aktualisiert. Und ein mysteriöser Fund. Wir haben den Torso gefunden. Da ist der Torso. Torso einer Statuette. Verwendetes Talent Taschendiebstahl? Warte, Moment. Verstehen da. Taschendiebstahl? Warum steht überall Taschendiebstahl? Nur beim rechten Arm nicht. Okay. Gut. Naja, den Gang hier haben wir schon im Originalspiel total ignoriert, übersehen. Weil ich einfach nicht mehr dran gedacht habe, dass es den gibt. Wir sind ja wieder durch die Burg durch. Ja. Und damit kommen wir direkt in die Wasserhöhle. Und raus in die Blutberge. So, und damit sind wir auch hier angelangt. Wo ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, wie man dorthin kommt. Und ja, wir gehen direkt geradeaus zum Salmenteich. Ignorieren hier alles. Damit sind wir jetzt hoffentlich in den Blutbergen endgültig fertig. So, gucken wir mal, was haben wir denn noch? Entführt können wir gerade nicht machen. Seelenritual hat sich auch nichts. Unbekannte Anleitung und der Hammer für Grovin. Das sind so zwei Sachen, die wir machen könnten. Wir könnten auch das Schwert... Schmieden, was wir da gekriegt haben. Flammenschwert. Kristallerzen, Kraftelixier. Mal gucken, ob wir eins zu Hause rumliegen haben. Wenn nicht, können wir eins herstellen? Nein. Klugheitselixier haben wir, aber kein Kraftelixier. Sollte aber nicht so schwer sein, eins aufzutreiben. Ja, und die Sachen, die haben wir definitiv zu Genüge. Wobei ich mir bei Zwergenstahl jetzt gerade nicht sicher bin. Wir gucken einfach mal. Brücke wollen wir. Und ins Fürstentum Kosch, aber vorher ein Quicksave machen. Laufen Sie. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Anwesen zurück. So, ich selber trage gerade nichts. Ich weiß nicht, was man mit den beiden Hühnern machen könnte. Also, die Sachen erstmal zu mir. Edelsteine brauchen wir auch. Ja.
So. Kraftelixier. Mal gucken. Haben wir Kraftelixiere hier drin? Intuition. Nein, Kraftelixiere haben wir keine. Dumm-di-dumm-di-dumm. Geduld ist eine Tugend. Und im Moment verabscheue ich sie. So, aber den, das Feuermoos und den Zunderschwamm. Den haben wir. Brauchen wir jeweils nur 10. So, können den Rest ja zurückpacken. Gucken wir mal, ob wir Zwergenstahl haben. Wenn es doch bloß einen Zauber gäbe, der mir das Schicksal meines Bruders zuteil werden ließ. Koscherstahl, Zwergenstahl haben wir. Edelsteine. Reicht das an Blattgold? Ja, es fehlt nur noch das Kraftelixier. Sollte aber kein Problem sein, das sollten wir in der Grafenstadt kriegen. Dann können wir das Schwert auch da gleich beim Amboss schmieden. Ja, wir haben vergessen, nach Gerling in Talon Ausschau zu halten. Erstens das und zweitens können wir hier dann auch wieder in den Silberkrug reingucken, ob unser Zwerg aus dem Archiv dort ist. Ihr seid zurück? Seid ihr den Hinweisen im Notizbuch nachgegangen? Ja, ich bin den Hinweisen auf Kräuterfrau Pfefferkorn in Talon nachgegangen. Es hat sich herausgestellt, dass sie Rauschkraut an wohlhabende Reisende verkauft hat. Ihr habt diesem Rauschkrauthandel doch bestimmt ein Ende gesetzt. Ich denke schon. Ich habe allerdings Knall vor Recht ergehen lassen und sie nicht bei der Obrigkeit angezeigt. Sie hat einen heiligen Schwur auf die 12 Götter angelegt, mit dem Handel aufzuhören. Ich bin nicht sicher, ob ihr da die richtige Entscheidung getroffen habt. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen. Wenn doch, gehen wir zurück. Habt ihr noch mehr zu berichten? Wenn doch, gehen wir zurück und kümmern uns darum. Ja, ich habe mit Magister Gorbas in Talon gesprochen. Er benötigt geringe Mengen Rauschkraut als alchemistische Zutat. Ich habe den Hauptmann von Talon informiert, der es bei einer Verwarnung belassen hat. Dann will ich seine Entscheidung nicht anzweifeln. Ich denke, er weiß, was er tut. Habt ihr noch mehr zu berichten? Ich habe die Spur verfolgt, die Blutberge zum Koch des Gutshofs Dunkelfürst geführt hat. Und? Was ist dabei herausgekommen? Der Koch hat tatsächlich hinter dem Rücken des Wogs einen lebhaften Handel mit Rauschkraut betrieben. Ich habe ihn dem Wog übergeben, der sich um alles Weitere kümmern wird. Sehr erfreulich. Er wird für seine Verbrechen angemessen bezahlen. Habt ihr noch mehr zu berichten? Ja, ich habe Neuigkeiten aus Murolosch. Ich habe dem Rauschkrauthändler dort das Handwerk gelegt. Das sind wahrlich gute Nachrichten. Aber erzählt mir mehr. Es hat sich herausgestellt, dass es in Murolosch zwei Zwerge mit dem Namen Hamragash gab. Es handelte sich dabei um einen Händler und dessen Sohn. Der Sohn hat ohne Wissen seines Vaters gehandelt. Es war sicher nicht leicht, den Schuldigen zu finden.
Allerdings, im Lager des Händlers habe ich ein Geheimversteck gefunden, in dem Rauschkraut und Bohrenzweigen gelagert wurden. Ich habe den schuldigen König Aromolosch übergeben. Ja, Murolosch fällt leider nicht in die Gerichtsbarkeit von Graf Grovin, aber sagt, wie hat der Bergkönig geurteilt?